Hallo zusammen, hier ist Ila unterwegs. Ich bin heute in Bottmigen auf dem Bruderholz. Und hinter mir seht ihr hier einen schön blühenden Haselstrauch. Und da die Blüten hier relativ nah ankommen, kann ich euch jetzt hier gerade mal ein bisschen etwas darüber zeigen. Die auffälligen Blüten, die wir hier sehen, das sind die männlichen Blüten. Das sind sogenannte Kätzchen. Die sind typisch für Birkengewächse, zu denen eben der Hasel auch gehört. Die Birke blüht dann allerdings ein bisschen später. Der Hasel ist ein Frühblüher, eine der am frühesten blühenden Pflanzen bei uns. Das freut natürlich die, die Heuschnuppen haben, überhaupt nicht, weil die Pollen die fliegen in der Luft herum. Der Hasel ist nämlich windbestäubt. Wenn man hier schaut, dann sieht man, wenn man hier ganz genau anschaut, dass hier ganz viele kleine Staubbeutel da dazwischen sind, zwischen diesen Schüppchen. Und der Pollen der fliegt dann also wirklich in der Luft herum, wenn es windet. Das sogenannte Kätzchen ist die männliche Blüte. Und wenn der Hasel dann verblüht ist, dann fallen die ab. Und vielleicht fragt ihr euch dann, ja, wo gibt es denn eigentlich die Haselnuss? Dazu braucht es natürlich die weibliche Blüte. Jetzt windet es gerade. Das gefällt natürlich der Hasel. So, mal schnell heben hier. Hier oben dran sieht man hier so ein ganz unscheinbares Knöpfchen mit so leuchtig roten Fäden, die raus schauen, das ist dann die weibliche Blüte. Also dort ist dann wirklich die Narbe, wo der Pollen dann landet und wo dann die Blüte bestäubt wird. Und hier oben, wenn dann das passiert ist, da gibt es dann die Haselnuss draus. Da muss man dann allerdings noch warten bis im Herbst, bis die dann tatsächlich reif ist. Dieses Jahr hat der Hasel schon sehr früh verblüht, also schon im Januar. Das ist, weil es doch auch relativ warm war und er tatsächlich eigentlich schon gemeint hat, es sei jetzt Frühling. Es ist jetzt doch noch mal ein bisschen kälter geworden. Und wenn es kälter wird, dann tut die Blüte eigentlich stoppen. Und wenn es nachher wärmer wird, dann geht es dann wieder weiter. Wenn ihr jetzt noch mehr wollt wissen über unsere Natur, dann geht auf www.wildesbaselbiet.ch. Oder kommt ins Museum Bell und besucht die Ausstellung Wildes Baselbiet, Tieren und Pflanzen auf der Spur. Bis zum nächsten Mal.